Ja, wir haben es vorhin gehört, Backnet ist zwar schön, aber muss nicht unbedingt offen sein. Also haben wir uns überlegt, wie können wir das sicherstellen? Wir haben uns ein eigenes Testlabor eingerichtet, haben dann mit anderen versucht, darüber zu philosophieren, wie können wir dieses offene System innerhalb der Norm, immer, das ist ja wichtig, dass man sich auch innerhalb der Norm bewegt, so überprüfen, dass das, was wir wollen, auch gerne umgesetzt wird. Dann haben wir einen Test entwickelt und haben mit verschiedenen Herstellern auch daran gearbeitet und haben echte Protokolle erarbeitet für alle gleich. Wir haben für jeden dieselbe Situation gemacht und haben das getestet. Mittlerweile wird die Testsoftware, die wir dort eingesetzt haben, auch grundsätzlich für die BACnet-Zertifizierung schon verwendet. Das ist eigentlich das, was im Fraport entstanden ist. Und das Gute ist, seitdem haben wir unsere Kosten, seitdem wir nur in dem Thema aktiv sind, unsere Kosten um 30% senken können.